Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung und diesmal geht es um Sandstone Plus. Und was macht Sandstone Plus? Ganz einfach, er fügt einfach eine Fähigkeit für Sandstones hinzu. Man kann zum Beispiel mit Sandstones Werkzeuge erstellen und ich weiß nicht, ob die jetzt irgendwie besser als andere steht hier irgendwas. Nein, es gibt irgendwie auch eine Repair-Box. Kriegt man die? Keine Ahnung. Und da kriegt man eine Repair-Box. Okay, und jetzt mal ganz kurz schauen. So baut man halt wie immer die Werkzeuge und ich zeige euch gleich mal, wie man das alles macht. Wir craften, ich zeige euch mal die ganzen Werkzeuge, wie man das craftet, seht ihr hier auf der Seite, die ihr auch in der Beschreibung findet. Wenn man halt mit dem Furnace etwas Dings macht, sich etwas mit Kohle und Sand, also diesen Sandstone brät, kriegt man diese Ores, also diese kleinen Ingots, die man dafür braucht, um dann diese Werkzeuge herzustellen. Und wenn man dann zum Beispiel, kann man auch eine Rüstung machen oder halt jetzt auch gleich was anderes mit nassen Sand, das zeige ich euch gleich auch mal. Und dann kann man zum Beispiel auch Gebäude bauen, wo Sand halt oben ist. Der fällt dann nicht mehr runter, weil er halt nass ist. So, da fällt halt die Rüstung, die zeige ich euch gleich auch nochmal. Die sieht ganz nett aus, ganz nett aus. Und ja, jetzt fangen wir mal ganz kurz an damit, uns das mal alles zu craften. Beziehungsweise mal ganz kurz schauen, ob Too Many Items das alles erkannt hat. Haben wir hier schon mal alles drin. Schauen wir ganz kurz. Hier haben wir zum Beispiel die ganzen Sachen drin. Da haben wir unsere nette Spitzhacke. Also ich packe das mal alles hier rein, weil kreativen Modus brauche ich jetzt nicht. Dann kann ich mir jetzt einfach mal alles geben. Zack, zack, zack. Zack, zack. Rüstung. Und die Rüstung gehen wir gleich mal an. Die möchte ich mir gerne mal anschauen, wie die aussieht. Also wie ihr Rüstung und so craftet, das solltet ihr wissen. So sieht die Rüstung aus. Ganz nett. Mal so mit so einem kleinen netten Schwert jetzt mal in der Hand. Wie sieht das aus? Hui! Ja, sieht ganz nett aus, muss ich schon sagen. Die Rüstung gefällt mir. So, die Repair-Box haben wir die auch irgendwie hier. Sonst müssen wir die mal ganz kurz craften. Da haben wir die Repair-Box, da haben wir den nassen Sand. Und jetzt brauchen wir mal ganz kurz ein bisschen Wasser. Wassereimer und wir brauchen auf jeden Fall mal Sand und Sandstone. Das ist der normale Sandstone, ne? Genau. Und da haben wir Sand. So. Wenn wir jetzt zum Beispiel. Ach, ich baue noch Kohle. Haben wir hier irgendwo Kohle? Moment, Kohle, 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 Kohle. So. Kohle hier rein und dann Sandstone da rein. Dann brennt euch diese Bricks gebrannt. So. Und wenn man jetzt Sand herstellen will, also diesen nassen Sand, macht man einfach einen Wassereimer und normalen Sand um drauf. Mit diesem nassen Sand kann man halt zum Beispiel Dinge bauen, die normalerweise nicht möglich wären. Wie das zum Beispiel. Normalerweise würde der Sand hier runterfallen. Das kann ich euch anhand eines Beispiels mal ganz kurz präsentieren. Wenn man jetzt hier Sand bauen würde, sieht es auch ganz anders aus. Der andere ist ein bisschen dunkler geworden. Wenn ich jetzt so machen würde, zack, zack, fällt mir der Sand instant runter. Das wäre so gar nicht möglich, so eine Kuhle zu bauen zum Beispiel. So, und dann wollen wir mal ganz kurz diesen komischen diese Repair-Box bauen. Die platziere ich auch mal ganz kurz. Mal ganz kurz schauen. Zack, was man damit machen kann. So, man muss da ganz kurz schauen. Also ich schaue nochmal auf der Seite, weil ich kenne die ganzen Crafting-Rezepte nicht alle auswendig. Okay, wenn man Sand, das Sandstone, ich probiere jetzt mal ganz kurz aus, Sand oder Sandstone ist, was man da reinlegen muss. Das ist der nasse Sand. Okay, man muss also den nassen Sand da reinlegen. Okay, legt man den nassen Sand rein, kriegt man halt so ein bisschen Sandgrains, davon nochmal uns mal 9 Stück. Und dann müssen wir, das müsste ein Dispenser sein, oder? Oder ein Ofen. Machen wir mal den Ofen hier. Zack, 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 kriegt man diese Repair-Box. So, was kann man mit der Repair-Box machen? Ganz einfach, man legt diese, ach, das ist ein Brennstoff. Okay. So, dann müssen wir mal ganz kurz eine Schaufel zum Beispiel nehmen und diese dann mal ein bisschen auslasten. Dann machen wir einfach ganz kurz hier den ganzen Scheiß wieder weg, den man hingebaut hat. Wie sieht, ist ja auch ein bisschen widerstandsfähiger Sand. Den kriegt man nicht so einfach weggebaut wie den jetzt hier. Das wird auch relativ schnell, wie man sehen kann. Zack, das dauert halt ein bisschen länger, weil er nass ist. Bauen wir es mal alles weg. Das hört sich auch ein bisschen nass an. Ach, ich liebe diese Minecraft-Sounds. So, jetzt machen wir das mal alles hier weg hier. Jetzt sehen wir, dass unsere Schaufel ein bisschen kaputt gegangen ist. Und da wir jetzt noch ein paar von diesen Dingern hier brauchen, machen wir uns mal 60 Stück. Packen wir hier unten diese Dinger rein und packen dann oben drauf mal unsere Schaufel rein. So, und jetzt sieht man hier so einen kleinen Prozess, dass sich da repariert, dass der Sand da oben drauf kommt. Und wir schauen gleich mal, wie unsere Schaufel danach aussieht. Ich denke mal, die wird dann repariert sein. Und da bin ich mal gespannt, ob das wirklich funktioniert, weil sonst ist es eigentlich ein sehr, sehr schöner Mod. Na komm. Und tada, und da ist unsere Schaufel heile. Also ihr seht, dass dieser Mod sehr hilfreich ist für Leute, die anfangen und vor allem auch mit Sandstone oder Sand arbeiten wollen. Für die Leute, die nicht wissen, was das hier ist, das ist jetzt ein neues Gebäude, was ich noch ein bisschen vergrößern werde. Wobei die ganzen Mods vorgestellt werden. Naja, das war's von diesem Mod-Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr es halt installieren wollt, einfach alles in die Minecraft-Jar reinpacken mit Mod-Loader. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.